Weiter geht's bei unserer Reise hier bei Dragon Quest Treasures. Wir sind gerade noch auf dem Drachenschädel unterwegs. Haben wir leider ein paar Golems, gegen die wir kämpfen müssen, bevor wir weiter können. Wir schauen uns hier im unteren Bereich ein bisschen um, weil ich hier noch gar nicht war tatsächlich. Das ist wirklich ein Gewirr. Und wir wollen uns vor allem diesem Gebäude durchschauen und ansonsten in den anderen Gebieten. Und danach gehen wir später noch hin zum Winterteil, spezifisch zur Jagd. Und dann haben wir bekommen von Katzweige und die möchte ich jetzt endlich mal machen. Also seid ihr auf jeden Fall gespannt und ja, dieser Golem-Kampf ist nicht sehr spannend. Golems sind halt, ja, sind keine schlechten Viecher, aber es gibt definitiv viel stärkere. Na gut. Ich weiß nicht, ob es da lang geht. Oder hier. Schau kurz auf die Map. Wenn ich in die Richtung gucke, müsste es da lang gehen, oder? Warte, ich habe da noch einen Ballon gesehen, den ich gerne... Ja! ...machen möchte. Genau, wir gehen noch mal zu Schwarta gleich. Denn wir haben ja schon mehr als 25 Ballons platzen lassen und können somit ein paar Belohnungen diesbezüglich abholen. Und schaut mal, Level 37 Säbelzahnkatze. Das ist bisher unser stärkster oder höchst gelevelter Gegner. Oh mein Gott! Sieht man auch daran, dass er mehr als die Hälfte meines Lebens Schaden macht. Aber meine Monster sind trainiert auf solche Situationen. Kriegen das easy peasy hin. Sehr schön. Achso, ich schlafe. Oh. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, ich kämpfe hier so mit. Ich habe irgendwelche Knöpfe. Ah, besiegt. Oh, war ich da gar nicht. Ich war das nicht. Aber danke, Team. Bin ich drin? Ja, bin ich. Gut. Komm mal rein hier. Geht schneller. Gut. Und wieder raus. Hier vorne ist, glaube ich, diese eine Insel. Wo ich anfangs dachte, das wäre ein Baum. So ein Baum, der so rauswächst. Aber nein, das ist eine einzelne Insel. Das ist aber kein Bahnhof, oder? Doch, das sieht aus wie ein Bahnhof. Oh. Verlassener Bahnhof. Hä, da liegt jemand tot. Oder zumindest wiederbelebbar. Wir sollten ihm helfen. Oh. Kollege? Keine Reaktion. Der Körper ist leblos. Er ist wirklich einfach tot. Wir können ihn nicht mal wiederbeleben. Und du? Keine Reaktion. Der Bahnhof-Versterben scheint nicht zu funktionieren. Was? Er sagt aber Punkt, Punkt, Punkt. Soll das bedeuten, wir sollen hier zurückkommen, wenn wir alle anderen Bahnhöfe wieder in Takt gebracht haben? So klingt das zumindest für mich. Na gut, ne? Wow, einfach eine Leiche hier. Was soll das Spiel? Ja, sorry, Freunde. Dann kommen wir hier erstmals nicht weiter. Dennoch möchte ich mir gerne die Speichelfälle und den Quell der Frische anschauen, insofern die denn nicht so schwer sind. Und boah. Ich habe da hinten einen Ballon gesehen und dann den auch noch. Hä? Muss ich den von oben abschießen? Geht ja nicht. Von hier? Hä? Warte mal. Moment! Na komm. Warum geht das nicht? Ich trau mich hier was. Für einen lausigen Ballon. Das wird doch nichts, nein. Ah! Man stirbt aber tatsächlich nicht, wenn man das so runterfällt. Deshalb machen meine Kollegen das auch die ganze Zeit. Welche Insel ist das da vorne? Der Winterteil? Ah, stimmt, da hinten ist der Winterteil. Krass. Ah, warte mal. Warum sage ich immer, warte mal? Ich habe eine Obsession. Mit diesem Wort. Okay, ich habe es endlich bekommen. Ja, dup, dup, dup. Ich habe schon verstanden. Mit dir sollen wir später erst reden, wenn es dann soweit ist. Wir haben zumindest schon mal gefunden. Heißt, den Weg kann ich mir dann später für euch im Video sparen. Und ich so eine süße kleine Säbelkatze. Ehrlich gesagt, würde ich tatsächlich jetzt lieber mal die Säbelkatze ins Team tun, statt unseren Ritter.
Ne, für die Abwechslung und für besseren Transport. Weil die Viecher sind ja sehr schnell. Schneller als ihre Ritterrüstungen. Und Schaden machen sie auch. Wie man gesehen hat. Und hier sind die Fälle. Für alle Fälle. Hihi. Na gut, hier in der Ecke scheint wohl nichts zu sein. Was? Hades Condor? Seht ihr, was ich sehe? Kollege! Was geht denn hier bei euch ab? Oh, Story. Moment mal. Das Gesicht kenne ich doch. Ach, genau. Jetzt fällt mir wieder ein. Ihr seid diese Schatzjäger Gören, die wir auf dem Schnauzberg gesehen haben, oder? Dein Gesichtsausdruck, als du bemerkt hast, dass die Schatztruhe leer war. Unbezahlbar. Also, was macht ihr hier? Du weißt ganz genau, warum wir hier sind. Wir wollen den Amethystzahn. Warte, bin ich hier viel zu früh? Welcher Amethystzahn? Ach. Achso, Schwarter ist er sogar. Ach wirklich? Tja, sagen wir mal, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wovon du redest. Was soll das heißen, Schwarter? Wir wissen alles über den Amethystzahn. Wir haben ihn doch schon im Besitz, schon vergessen. Shady. Ach, um Himmels Willen, toll gemacht, Schatias. Ich hatte sie meisterhaft das Licht geführt und du musstest alles ausplaudern. Well, well. Sieh an, sieh an. Ihr dachtet also wirklich, ihr könnt einfach herkommen und ihn uns abnehmen, was? Ich meine, ich kann verstehen, dass er euch interessiert. Ihr meint, ist ja ziemlich hübsch und auch mächtig. Zumindest habe ich das gehört. Tatsächlich habe ich so sehr daran gefallen gefunden, dass Kapitän Silberbein mir erlaubt hat, ihn zu behalten. Er wäre wohl nicht sehr erfreut, wenn ich ihn hergeben würde. Zumindest nicht kampflos. How about it? Also, wie wär's? Wenn ihr gegen uns kämpft und gewinnt, gehört der Amethystzahn euch. Fräulein Bonnie sieht aus, als würde sie es ernst meinen. Wir sollten uns lieber ein Zeugling, Schatias. Absolut. Wir zeigen Fräulein Bonnie, dass es richtig war, uns in ihr Team zu holen. What's that? Was ist denn, Billy? Du hast Hunger, oder? Ich besorge dir was Leckeres, sobald wir mit denen fertig sind. Right. Gut, dann wollen wir doch mal. Mal sehen, was die Gören drauf haben. Na los. Nein, ich will doch nicht kämpfen. Ich bin ja viel zu früh. Ich hätte nicht mal wissen, dass die hier beim Tier sind. Stufe 40! Okay, ich bin jetzt hier mittendrin. Ich muss den Kampf jetzt scheinbar machen. Sorry, Freunde. Oder kann ich fliehen? Ja, ich kann halt wirklich nicht fliehen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das können wir niemals gewinnen. Das sind zu stark für uns. Wir sollen ja erst noch nicht. Wir sollen ja noch nicht ändern. Wahrscheinlich ist der hier direkt nach dem. Ja, ich lass mich killen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich direkt nach dem Amethyst. Nach dem Saphirauge dran. Amethystzahn. So. Besiegt. Verloren. Und Eric geht die Puste aus. Ist das Game Over oder ist einfach nur die Sequenz zu Ende? Weil hoffentlich zweiteres. Ich will einfach noch nicht gegen die kämpfen. Ernsthaft, das zählt wirklich als Death? Oh, ist das blöd. Ja, hier. Automatischer Speicherpunkt. Bitte nicht direkt in die Cutscene rein. Bitte. Bitte. Bitte, Spiel. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Weg, 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 weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Bitte nicht in die Cutscene. Okay, Gott sei Dank. Okay, Freunde. Zumindest haben wir uns das schon mal angeschaut. Ja. Wie wär's, wenn wir einfach mal abhauen, oder? Ja, oder warte mal, wie kommen wir denn hier hoch? Quell der Frische. Oh, den nehme ich noch mit. Der gehört noch mir. Okay, aber jetzt ganz schnell hier abhauen. Ich glaube, einfach nur in die Richtung rennen. Okay, Freunde. Was war das? Oh, noch was ausgegraben. Auf meinem Weg. Eine Platte. Geben wir Schwarzer noch schnell Bericht, bevor ich das wieder vergesse. Ist er direkt hier beim Schwingenmall, direkt ganz am Anfang. Dort vorne, rechts neben uns. Ja, okay, sie war gerade in einer anderen Cutscene noch, aber egal. Das war in der Zukunft, das war gerade eine Sequenz in der Zukunft, das war gar nicht da. Hat das geschafft? Nein, natürlich nicht. Wenn du 25 Platz bringst, dann, achso, warte mal. Ich hab dir kein Wort. Sieh nach, Schatias, schnell.
Mit der Ruhrschwarte, warum die Eile? Donnerwetter Schwarte! Achso, ja. Donnerwetter Schwarte, er hat wirklich 25 Mal anspritzen lassen. Was, wirklich? Dann hast du sie bestimmt nicht richtig versteckt, du Trottel. Was soll das denn? Ich kann doch nichts dafür, dass er so ein guter Schütze ist. Du enttäuschst mich immer wieder, Schatias. Oh, danke, Schatias, ich weiß. Das hat sie versprochen, ist versprochen. Ja, der Schatz. Oh? Ballon von Schatias und Schwarte, aber mit so einer Lippe drauf. Einer der vielen mit bizarren Symbolen versehenen Ballons, die Schwarte und Schatias über Balkonien verstreut haben. Ich hab den ganze Arbeit gemacht, Ballons zu finden und Platz zu lassen, damit du mir einen Ballon schenkst. Was soll ich mit dem machen? Den platzen lassen? Ich hoffe, der ist eine Million wert, sonst war es nicht wert. Das war doch nicht alles. Oh nein, denkst du, du kannst nicht mal 40 Ballons kriegen? Wahrscheinlich nicht. 40 Ballons? Das wird ja langsam immer... Naja, ihr wisst schon. Oh Mann. We're back. So sieht's aus, Freunde. Und ich sehe auch viele tolle Schätze, die wir gesammelt haben. Bestimmt. Eis vom Berg Schneeweh, 60k. Eis aus der Höhle, wo einst eine Königin hauste, die ein ganzes Dorf zu Eis erstarren ließ. Okay. Und den Brunnenboden. Was? 20k? So wenig. Ein Bodenbelag aus dem Theater de Lycée Fair, auf dem eigens dazu erkorene Tänzerinnen ihrer Kunst nachgingen. Was soll das? Nicht mal 100k ist das wert. Nicht mal das. Das war. Okay, das waren noch Silberschätze. Aber wie viel ist der hier wert? Komm, bitte, mindestens eine Million. 2 Millionen, okay. Na gut. Das ist ja noch etwas. Guckt euch das an, guckt euch das an. 1,5 Millionen ungefähr. So wenig. Okay, aber ich bin nicht einfach nur so hergekommen, um die zwei Sachen abzugeben, sondern weil ich schauen wollte, ob wir nun wieder in der Lage sind, neue Teammitglieder auszuwählen. Wäre zumindest tatsächlich wieder mal sehr wünschenswert. Ich habe extra geguckt, dass ich noch eine Säbelzahnkatze befreunden kann und es hat auch geklappt. Schauen wir mal, ob wir die jetzt auch wirklich, wirklich befreunden können. Und was ist hier das? So viel Neues. Also der wird natürlich jetzt besser. Weil scheinbar hat er einen goldenen Rahmen, vielleicht hat er bessere Stats. Aber den können wir machen. Ah, die anderen Noobs hier tue ich mal raus. Warte, welchen habe ich jetzt? Hier. Ja, wie gesagt, die anderen Noobs tue ich mal raus. Glitchella. Blombula. Aura. Boah, du hast meine Aura, du. Handy. Richtig handy. Da, das war doch dieser eine Typ, den wir da als Leiche gesehen haben, auf dem Boden. Das war doch der. Ah, die sind mittlerweile zu schwach. Eigentlich muss ich raus tun langsam. Aber schauen wir erstmal. Irokesi! Tun wir unser Team! Bei Stufe 39 ist richtig crazy und vor allem ist er schnell. Also ich glaube, er wird uns sehr gut helfen können. Also das ist eine große Katze. Und ich mag Katzen. Ja, große Katze. Ihr geht gerne auf Jagd, habe ich gehört. Also, let's see. Oh, wait. Schafzahnsteak. Davon brauchen wir 2. Dann können wir uns direkt den anderen Säbelzahntiger holen. Der war doch krasser. Warte. Das war doch dieses Symbol. Leo. Willkommen im Team. Weg mit dem anderen. Warum habe ich den anderen überhaupt reingetan, ich Idiot? Ja, nehmen wir den. Warum nicht? Keine Ahnung, was diese Attribute da neben dem Namen noch bedeuten sollen, aber Stufe 41 mit goldenen Rahmen ist besser als Stufe 39 mit silbernen Rahmen. Just saying! Anything else? Just saying, Leute. So, ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt eigentlich vorhatten, aber ich weiß, was ich jetzt vorhabe. Ich bin wieder im Schwingenmoor, denn ich dachte mir, komm, machen wir eben die Mission hier, gehen zu diesem Bahnhof und schauen uns das Monument hier oben an. Weil ich glaube, genau hier, wo das Ding ist, wo dieses Zeichen ist, ist unser nächster Stein. Boah, lass mich lügen. Ich glaube, der fünfte? Ja,
Ich glaube, ich wollte zum Wintertal eigentlich, aber das machen wir dann danach. Ich gehe jetzt doch erstmal hier entlang. Und scheinbar machen wir einen kleinen Abstecher, denn hier in der Gegend gibt es noch einen Schatz, den ich gerne hab's. Und bin das so, ich bin jetzt irgendwie lauter geworden. Das ist auch nicht schlimm. So, okay. Hier bei den Steinen ist der Schatz. Was, haben wir mal geweckt? Nee. Nee, dann ist gut. Oh, schaut mal hier. Genau hier. Bei dem... bei schweren Steinen. Okay, keine Ahnung. Was? Nein. Ich will niemanden füttern. Das nicht. Und schau mal, wie nah wir dran sind. An dem Bahnhof. Wir müssen einfach nur den Berg hinauf. Ich habe mich das letzte Mal nicht gewagt. Oh, ist aus dem Buch. Ich habe mich das letzte Mal, als wir hier waren, nicht gewagt, weil das ziemlich starke Monster waren, die da auf dem Weg gehaust haben. Aber ich glaube, jetzt sollte es besser möglich sein. Und oh mein Gott, schaut mal, wie viel schneller der ist. Yo! Also alleine dafür ist der Tiger doch wert. Das ist den Tiger wert, ins Team zu tun. Also wirklich, hä, was? Schatz oder nicht Schatz? Was war das gerade? So, warte, erstmal haben wir einen Gegner. Ja, seht's, Stufe 25. Ich glaube, als wir hier waren, waren wir gerade mal Stufe 25. Das sind die Standard-Snowbob-Gegner. Mann. Okay, hey, it's close. Weh, ist es unten. Dann haben wir ein Problem, du. Oh, nicht runterfallen. Aber ich hab's gesehen, da oben ist es. Na komm, schmeiß mich hoch, schmeiß mich hoch. Hoch da. Okay. Was? Hä? Wieso setzt du das ein? Das ist direkt vor dir. Komisch, dass ich auf der Kamera nicht zu sehen bin, ne? Und wer von euch sieht bitte schwarz-weiß? Das ist vielleicht der Dracula? Oh, da war auch eine Dracula-Figur. Zumindest sieht die ein bisschen so ähnlich aus. Ah, ich glaube, hier vorne ist sonst nichts. Außer dieser Boss-Slimy. Den wir auf jeden Fall mal erstmal ignorieren können. Und erstmal gegen die paar Drakus kämpfen für XP. Ich glaube, wir... ja, hier sieht man es auch. Wir sind bis hier vorgedrungen, bis zum schmalen Grat. Dann haben wir gemerkt, oh, da kommen wir nicht dran vorbei. Da müssen wir gegen die Gegner kämpfen. Und dann habe ich aufgegeben. Aber jetzt gehen wir nicht auf. Jetzt sind wir stärker, erfahrener und besser. Und ich habe eine Medaille gefunden. Huhu, sieh mal eine an. Schau mal, du kriegst direkt... oh, gucke dir das mal an. Du kriegst direkt eine Full House Party hier. Ich rüste dich so viel aus. Mickey Maus. Und dann bist du im Wunderhaus. Hm? Ah, ne. Ach, da wäre noch was. Ich will mal ganz kurz schauen, ob hier oben noch was ist. Es könnte ja immer irgendwo ein Silberschatz sein. Und warum ist Leo eigentlich jetzt vergiftet? Finde ich nicht so nett. Bam. Sehr schön. Sehr schick. Habe ich einen Debuff? Ah, ich habe weniger Verteidigung jetzt. Irgendeine Fähigkeit vom Gegner vermutlich hat es gemacht. Okay. Hä? Geht's hier nach unten? Oh, na, ich weiß nicht, ob ich da lang will. Aber gut zu wissen, dass es das dort gibt und ich bin eingeschläfert worden. Nicht nett. Ah, ich bin wieder wach. Schön. Babadam. Okay. Genau, ab jetzt sind wir an einem neuen Ort. Die ist eine Brücke. Und mehr Drakus! Oh, aber sehr viele von euch. Oh Mann. Ihr seid jetzt schon nervige Gegner. Ihr gefällt mir kein bisschen. Ja, gebändigt. Toll. Weil ich ihn auch voll bändigen will. Na, zumindest habt ihr ihn besiegt. Na gut. Hier geht's noch lang. Das führt mich. Keine Ahnung. Einem anderen Berg hinauf. Gut, aber ich glaube hier... na gut, hier wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Komm, gehen wir über die Brücke! Was? Oh, eine giftige Hand! Oh mein Gott! Da hat bisher noch keine giftige Hand. Aber sehr viele andere Hände. Aber er konnte nicht angreifen. Das ist das Wichtige. Hier gibt es wahrscheinlich überall noch was zu erkunden, aber ich... kann halt nicht alles auf einmal machen. Ich hoffe, das versteht ihr. So, und ich nehme mir den Schatz. Echt kräftiger Kaffee. Erhöht die Resistenz gegen Betäubung enorm.
Lieblingsgetränk der Giganten. Mhm. Boah, schaut euch den mal an hier. Überall spawnt der Giftwolken. Und Leo! Leo, du brauchst Heal. Ah ja, stimmt, ich habe übrigens nur diese mittleren Dinger gekauft. Weil die mittlerweile für uns besser sind zu kaufen als... Oder herzustellen, was auch immer. Als die anderen Dinger. Oh, hier kriegen wir Schaden, weil es hier Giftsumpf ist. Was? Unser Schatz? Wieso liegt unser Schatz da? Okay. Hab ich nicht gesehen. Hilf schnell auf! Bring an Land! Gut gemacht, Mida. Euch geht's gut? Na. So fern, ne? Schimmlige Knochen. Ja. Na gut. Ach, coole Mina, wieso? Wo bist du denn? Da. Wieso bist du denn so low? Du auch, Leo. Lass mal sehen. Ja, gut, wenn wir jetzt nach oben irgendwie könnten. Dann würden wir uns einen langen Weg sparen, aber es macht keinen Sinn. Kämpfen wir uns hier einfach hindurch. Dann ist es halt so, wisst ihr? Können wir zumindest noch ein bisschen die Gegend erkunden, während wir dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Hab ich hier was übersehen? Sieht so aus, als wäre hier was. Also klar, hier ist so ein Stein. Königliche Erde. Ne, Urnen. Zwei Urnen, königliche Erde. Okay. Ist hier vielleicht was? Ey, hier ist ein Schatz in der Nähe. Aha. Ich mag Schätze, Freunde. Und wieso haben wir hier so einen Standardschatten? Auch gut. Auch nicht schlecht. Warte, ist der Schatz da oben? Ja gut, wenn der da... Ja gut, wenn er da oben ist, dann... Nein. Er ist hier in der Nähe. Wo denn? Auf der Treppe oder was? Was geht denn da hinten ab? Oh, hier ist auch noch ein riesiges Gebiet. Ich kann ja aber übrigens nicht versprechen, dass wir jedes einzelne Gebiet auch erkunden werden. Ich werde auf jeden Fall das meiste erkunden. Habe ich ja auch schon fast. Naja, okay, hier in Kragenweiten nicht. Und im Wintertag kommt ja noch. Aber sonst habe ich so gut wie alles erkundet eigentlich. So, den macht ihr eben fertig. Easy One-Shot. Oh, nein! Der Beutel ist runtergefallen. Ich habe schon gesehen, es kommt ein weiteres Rivalenteam. Aber ich habe keine Angst mehr von denen. Oh, sieht süß aus. Ich habe keine Angst mehr vor denen. Ich werde mich gegen die stellen. Ich werde mich denen stellen und dann werden die schon sehen, mit wem die es zu tun haben. Oh, das ist cool, auf so einem Tier hier rumzureiten. So schnell vor allem. Diese Ringe müssen irgendwas zu bedeuten haben. Die müssen. Boah, jetzt sind wir aber Stufe 33 Gegner hier. Ich sag ja. Jetzt sind wir eigentlich in einem guten Level, mehr oder weniger, hierher zu kommen. Boah, das war eine starke Attacke. Oh no. Leo! Wo ist er? Take this und. Bleib doch stehen! Bitte! Mein Gott! Ja, wo ist denn der Schatz? Hier drüben, okay. Oh Gott, ein Schattenminister. Ich glaube, das ist ein Boss, bin mir nicht sicher. Aber wollen wir gegen die kämpfen? Haben die hier irgendwas? Ein Treasure oder so? Oh, Tresor sagen. Haben die hier eine Truhe oder so? Oh, zwei Figuren für den Preis von einem. Ah, Gang nearby, mir doch egal. Mir doch egal! Oh, ich muss mich kurz heilen. Ist mir nicht egal. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle? Speichern. Du kannst zurzeit nicht speichern. Was soll der Mist? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. All better. Und jetzt verschwinde! Oh, dann machen die viel Schaden. Alter, Alter, nein, nein, nein. Oh, danke, wer auch immer es war. Ich glaube, das war der Riese. Oh, vielen Dank. Oh, das ist sehr schlecht. Das Rivalenteam ist auf unseren Fersen. Kann ich kurz speichern? Mightily impressive. Mightily impressive. Schön für dich. Jetzt kann ich speichern. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, Mann. Ich will gegen ihn kämpfen. Auch wenn das total blöd ist und sich nicht lohnt, wahrscheinlich. Aber
Ich würde trotzdem irgendwie gegen ihn kämpfen. Also machen wir's. Komm mal in mein Team, Kollege. Okay, schön. 50 Schaden. Und weg ist er. Kugeln waren stark. Aber leider ist er nicht in unserem Team. Egal. So, vermutlich kommen jetzt die Rivalen. Aber schau mal, wie cool das hier ist. Jetzt in Ranken, wo die aussehen wie Ketten. Sieht cool aus. Was? Und das Rivalenteam ist hier? Wir sind die bösen Purchen. Oh nein. Ihr seid nur Lappen. Oh, die haben einen goldenen Ritter gehabt. Wow. Nicht schlecht auf jeden Fall. Seht ihr? Und das war's schon. Also, okay. Die Rivalenteams sind nicht so schwer gegen zu kämpfen. Was natürlich gut ist. Aber dennoch bin ich kein riesiger Fan davon. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Okay, ich glaube, jetzt hier lang zu gehen, kommen wir zu dem Ort, wo wir hin sollen. Aber ich gehe hier nach oben, weil da vorne ist das ist der Bahnhof, wo nicht nur einer der 7 Drachensteine ist, sondern auch noch ein Bahnhof. Und wir sollen ja alle Bahnhöfe wieder zustande bringen. Das ist auch eine unserer Hauptquests tatsächlich. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Oder runterspielen. Das ist genauso wichtig. Die haben uns geholfen am Bahnhof, jetzt müssen wir denen helfen. So läuft das Spielchen. Schaut mal, wie cool das hier einfach aussieht. Ah, nicht runterfallen. Oh mein Gott, ich wollte nur die Kamera schwenken. Hilfe. Okay, erstmal mit dem reden. Was will der haben? Krippelkäppchen. Genau 10 habe ich gefunden. Das ist doch gut. Dann das Sanguinit. 5 Stück. Den Rest, den ich habe. Und stell einen Giganten für die Arbeit im Bahnhof vor. Golems sind hier auf der Insel am Grauschwingengipfel und auf dem Plusa-Plateau zu finden. Und außerdem auch auf dem Hitzegrad. Einen Giganten? Wie sehen die denn aus? Grauschwingengipfel und Plusa-Plateau. Wo sind wir denn gerade? Warte. Aha. Also hier in diesem Gebiet gibt es einen Giganten. Den sollen wir suchen. Okay. Was mit euch? Oho, wie denn da? Eine kleine Schatzjägerin, was? Ah, da werden Erinnerungen wach. Als junger Mann war die Schatzsuche mein Leben. Leider habe ich es zu weit getrieben. Und schau mich jetzt nur an. Aber ich schweife ab. Du bist nicht hier, um über mich zu reden. Du bist wegen meiner Waren hier, oder? Nun, wo ich hingehe, kann ich sie nicht mitnehmen. Also trenne ich mich gerne von ihnen. Natürlich gebe ich sie nicht umsonst her. Also mal sehen. Anything catch your eye? Was? Er verkauft nur einen einzigen Schatz. Und der kostet 777, also 700.777. Okay. Wir haben 900.000 irgendwas. Also können wir uns dann leisten. Ach, das ist der Schatz. Das ist der Drachenstein. Oh, dann ist das gut, dass ich mein ganzes Geld nicht ausgegeben habe. Denn so kriegen wir die Smaragdschwinge. Oh yeah. Ich glaube, das war jetzt Nummer 4. Gut erkannt. Das ist tatsächlich die Smaragdschwinge. Du hast auf jeden Fall ein gutes Auge für Schätze. Ich glaube sogar, dass du das Zeug dazu hast, alle 7 Steine zu finden und Isla Dorada zu erreichen. Was bedeutet, dass meine Arbeit hier erledigt ist. Außerdem bin ich ziemlich müde. Ach übrigens, gehe ich recht in der Annahme, dass Herr Urban schon ins Gras gebissen hat? Ich hatte gehofft, ihn nie wiederzusehen. Allerdings fürchte ich, dass sich das wohl nicht vermeiden lässt. Lass mich dir noch einen Rat geben, bevor du gehst. Werde nicht zu gierig, hörst du? Sonst endest du so wie ich. Nun denn, auf Wiedersehen. My planet needs me. Hoho. Ciao. Und danke. Er hat mich vorab gezockt, das war richtig teuer. Aber wir haben die Smaragdschwinge endlich erhalten. Ein seltsamer, wie ein Flügel geformter Stein. Er scheint eine schützende Kraft zu besitzen, die sowohl barmherzig als auch unerschütterlich ist. Ja, nice! Da gibt es dann irgendwie Need? So, ja. Auge der Bestie ist unsere nächste Hauptmission. Denn da finden wir dann den 5. Stein. Ich glaube, es ist der 5. Ja, das haben wir schon angefangen tatsächlich. Steht ja auch schon, was sie alles gemacht haben, dass sie schon so besiegt, alles mögliche. Und jetzt noch mal zum Winterteil. Also genau deswegen wollte ich nicht zum Winterteil. Das hatte ich irgendwo im Kopf gehabt, genau. Das Gewirr sollte sich jetzt bald öffnen.
und das Team stärken gehört zum Gewürmission eigentlich dazu. Ja. Okay. Schön. Das war mein Hauptziel. Aber wir wollen... Oh mein Gott. Da wollen wir noch nach oben. Und Junge, was geht denn da gerade ab? Wieso schaffe ich aber gerade so viel auf einmal? Die Musik hier ist ziemlich bedrohlich und gefährlich. Denn dieser Ort ist auch ziemlich gefährlich. Ja, da links gab es noch was. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier lang, weil scheinbar geht es doch hier lang. Zumindest für unseren Schatz, vermutlich. Und wir haben den Schattenmeister leider geweckt. Ich brauche schnell Hilfe. Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Da ist er. Garitz? Was denn? Take this, man! Bam! Was wäre Don't Feel So Good? Achso, ich bin vergiftet worden. Oh no. Not so good. Was? Sein Schatz war hier irgendwo in der Nähe. Soll hier irgendwo in der Nähe sein. Genauso wie einen weiteren Schattenmeister, der den Schatz gerade bewahrt, wie es scheint. Na gut. Bam! Nice! Richtig nicer Crit. Ach schon, wir sollen noch Gigantenausschau halten. Bestimmt sie da oben, oder? Und schaut mal, was noch da oben ist. Ein Ballon. It's gotta be worth a fortune. Warum guckt der da so ein Schleim aus? Okay. How'd you like this? Nein? Ernsthaft? Sag mir nicht, das geht nicht. Wirklich nicht. Was, ein Gegner? Okay, dann müssen wir uns den Ballon merken. Ich konnte ihn da gerade leider nicht rausziehen. Aber den kriegen wir auf jeden Fall noch. Safe. Und schau mal, wie stark unser Team mittlerweile geworden ist. Vor allem mit Leo, der ja schon overlevelt ist, gefühlt. Irgendwie schon. Ein paar feuchte Hände. Ein feuchter Händedruck. Und weg ist er. Das ist alles, was du bekommst. Du kriegst nur einen feuchten Händedruck. Bam. Sehr schick. Sehr schön. Da. Wir haben Schwermetall gefunden. Ich glaube, die brauchen wir sogar, diese Klumpen Schwermetall. Ich meine, für irgendwas brauchen wir das. Base oder so. Keine Ahnung. Da ist er, der Gigant. Wir haben ihn gefunden. Oh, ist aber Stufe 40. Und Rivalen sind auf dem Weg zu uns. Ja, aber dennoch, wir müssen ihn jetzt angreifen. Wir müssen ihn angreifen. Sind wir bereit? Ich denke, bereiter als jetzt können wir nicht sein. Obwohl, warte, ich kann noch heilen. Yep. Hey, Kollege! Ich werf 3 auf ihn. Vielleicht steigt sie doch nicht meine Chancen. Bin mir nicht sicher. Haben die alle gleich viel Schaden? Oh nee, der macht mehr Schaden. Ja, Mann! Nein, wir haben ihn nicht gebändigt, obwohl wir 3 geworfen haben. Wie viel habe ich denn von denen noch? Und noch 3 Stück. Oh, das ist gar nicht gut. Ich meine, okay, theoretisch wird er zum einen hier mal wieder respawnen. Und zum anderen wird das nicht der einzige sein. Wir werden bestimmt noch mehr finden. Am Gipfel. Oh, oder hier. Aber ich werfe nur einen jetzt. Das ist sonst so risikoreich. Nicht getroffen? Ach du Shit. Hä, ja, dann macht das doch nicht mehr Damage? Hm, keine Ahnung. Greif einfach so an. Können wir auch machen. Oh, aber ich nicht. Los. Go, go, go. Mist. Da ist noch ein Gigant. Wenn das nicht klappt, dann versuche ich es mal später oder offscreen im schlimmsten Fall. Schade der Evolution. Ah, ja. Ja, weil das sonst zu langweilig wird, glaube ich auch. Schon, ich will dich jetzt freischalten für die Mission, für den Bahnhof. Ja, okay, dann werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber der war auch Stufe 40, hatte nicht genug Orden für ihn. Sorry, Mann, dass ich noch so an der Level war für dich. Oh man, ja, ich weiß, muss doch nicht so ein Drama machen, man. Wir sind aber fast auf dem Gipfel. Wir sind auf dem Gipfel. Aber wir sind da. Und hier ist die Platte. Genauso wie ein paar schlafende Slimies.
Drakinas, Pratanas und noch ein rosa Baum. Den muss ich gleich anschauen. It's pretty far away. Alte Runen wurden in das Monument eingemeißelt. Und Porkus kann das lesen. Diese Monumente wurden mit den Erinnerungen der goldenen Drachen beschrieben, die den Garten der Götter verließen, um für immer vereint sein zu können. Okay. Das haben wir auf jeden Fall gelesen. Ah, okay. Das können wir gleich machen. Bericht erstatten, was da drauf steht. Und ansonsten? Hier ist bestimmt noch was, oder? Oh, ja. Da hinten, nicht da unten, aber hier hinten. Ah, hier ist noch ein, die Truhe. Okay. Ja, ich würde sagen, wir erkunden uns noch ein bisschen um. Wenn wir schon mal hier oben sind. Und wir eventuell nie wieder hier hochkommen. Aber was soll es hier bitte geben? Ne? It's gotta be worth a fortune. Und eine weitere Figur. We're gonna regret this. So, wir wissen übrigens ja schon, wo Stein Nummer 6 ist. Den einen Kampf, den ich noch nicht schaffen konnte. Wir werden ihn schon noch machen. Keine Sorge, den machen wir schon noch. Und nein, Leo ist down. Oh, jetzt wird's ein harter Kampf. Oh nein. Oh nein. Weg, 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 weg. Ah! Ah, nein, nein, ich sterbe, ich sterbe, ich habe mich geheilt, ich habe mich gespeichert, ich habe mich gespeichert. Oh mein Gott. Halt dich! Okay, okay, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ah! Das Problem ist, jetzt ist es leider zu spät für einen Flügel. Wir müssen jetzt was machen. Oh, das bist du, Zahniball. Zahniball! Komm her! Nimm den Heal. Wir müssen weiterkämpfen. Weiter schuften. Ja, ich bin sure, ich want to fight that. Oh, damn it! Oh, damn it! Oh, damn it! Oh mein Gott! Das war richtig knapp, Mann. Vollheilung, ey, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ich hau jetzt drauf, ich hau jetzt einfach drauf, der muss jetzt mal down gehen. Na, der hinten, der wird sich schon noch zeigen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Komm, steh auf. Steh auf. So viel zu, wir erkunden mal noch ein bisschen. Ne? Oh oh. Nicht gut. Aber wir haben es irgendwie überstanden. Ich muss aber auch sagen, die Schleuder ist zum Teil in manchen Stellen dieses Spiels ziemlich OP. Also wirklich. Manchmal ist die Schleuder wirklich sehr OP. Und wir haben einen Schuppenshake bekommen. Erhöht Resistenz gegen physische Angriffe oder Angriffe, Fähigkeit und Zauber. Lieblingsgetränk von Drachling. Vom Feuerdrachling schon da, keine Ahnung. Sind alle. Und das ist bestimmt auch noch einer von der von den Gegnern. Ich schieß den eben ab, komm. Hau ab. Was, noch ein Rivalenteam? Ernsthaft? Boah, sollen wir nicht vielleicht einfach schnell mit dem Ionenflügel abhauen? Oder wie fallen eben runter mit dem Tiger? Das ist wahrscheinlich das klügste im Moment. Ja. Ich glaube, ich hab ab. Kann ich hier einfach runter? Nein. Nein. Nein, so leider nicht. Wir müssen. Ich glaube, hier in die Richtung, bin ich sicher. Na doch. Doch, hier in die Richtung. Können wir währenddessen gucken, ob hier noch was ist? Hallo! Mein Gott. Kommen wir hier nicht mehr durch, oder was? Und doch, wir können hier runter. Aber warte mal, hier ist noch was. Warte, ich will's erkunden. Ich will's erkunden. Oh, Schätze! Ganz viele Schätze. Alle mein, alle mein! Destilliertes Wunderwasserrezept. Genauso wie... Mega-Heilungskugelformel. Das klingt sehr nice. Beste Kumpelkugel! What? Erhöht die Chance, dass sich ein Monster deinem Team anschließen möchte. Enorm!
Aber funktioniert bei einem. Ist das so ein Meisterball oder was? Und Abracadabra-Kugel! Große Menge MP der Verbündeten stellt es wieder her. Alright. Geht der gerade down gegen die Noobies? Und genau neben mir müsste ein Schatz sein. Laut Map. Oder über mir? Oh, wahrscheinlich über mir. Schauen wir eben nach. Ja, doch, komm. Schauen wir eben nach. Hä, oder komm ich da nicht hoch? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da hochkomme. Dang it. Warte, doch, maybe. Vielleicht. Ich komme ja hier hoch. Und von hier aus? Ja. Yeah. Finden wir hier noch was? Ja, nice. Stimmt. Ich hab den jetzt wirklich vergessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hab den wirklich den Ballon vergessen. What? The hell? Eine Keule. Nein, warum habe ich den starken benutzt? Oh, ich bin dumm. Was soll's? Ja, aua. Giddy up. Yippie. Bleib. Und yippie. Bleib. Und das war noch nicht alles. Yippie! Oh oh, das war der falsche Ort! Das war der falsche Ort! Dies ist the life. Okay, wir gehen einfach von hier aus. Gerade nach unten schnell. Bevor die Rivalen kommen. Oh mein Gott, ich glaube, die Rivalen werden vor uns da sein. Aua. Das ist gar nicht gut gerade. Komm, Leo! Wir müssen schnell zum Bahnhof! Der ist noch 100 Meter entfernt! Und es ist da. Das Team ist da. Wo ist es? Kann ich speichern? Nein. Ich schieße einfach irgendwo hin. Ja, jetzt! Jetzt renn schnell! Komm, das muss klappen! Oh mein Gott, dieses. Oh mein Gott, oh mein Gott, Stufe 42 Todesprinz! Nein, Mann! Auf keinen Fall! Oh, die sind weg. Hier ist eine Safe Zone. Oh, Gott sei Dank. Du musst herausfinden, was auf den beiden Monumenten auf dieser Insel geschrieben steht. Du musst mir dann sagen. Ah, das hast du ja schon. Und verrätst du mich auch? Klar. Wieder sagt Norte, was auf den Monumenten eingraviert ist. Ah, oh, verstanden. Ach, vielen Dank. Bruce Fessen wird sich sehr freuen, wenn ich ihr das erzähle. Deine Belohnung ist dieser blaue Schlüssel. Er sollte eine Truhe derselben Farbe öffnen. Du wirst ihn bestimmt schon finden. Okay. Blauer Schlüssel, ein Schlüssel, den Norte aus Anemones Leib gerade bei einer Suche gefunden hat. Offenbar lässt sich mit ihm eine Schatztruhe derselben Farbe öffnen. Oh, welche Farbe war die Truhe oben beim Winterzeichen? Ich weiß es leider nicht mehr. Und wir kriegen drakonianisches Monument. Mysteriöse Monolithen wie diese findet man in vielen Ruinen in Drakonien. Warum sie blau, grün leuchten, weiß niemand so genau. Huh. Ziemlich weird auf jeden Fall. Und wir haben es überlebt. Der Winterteil, der ist sehr nah beim nächsten Mal. Tja, wenn ich weiter in der Gunst der Prinzessin stehen will, sollte ich vorher jetzt meine Erkundungsmission auf dieser Insel fortsetzen. Ihre Hoheit lobt mich jedes Mal, wenn ich gute Arbeit geleistet habe. Manchmal tätschelt sie mir sogar den Kopf. Das tut sie bei der anderen gar nicht. Oha. Fühl dich geehrt. Und ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und beim nächsten Mal auch dabei seid. Und jetzt schauen wir uns noch kurz unseren Schatz an. Und ich schau mal, dass ich für den Anfang der nächsten Folge direkt... Oh, da war ein Ballon, habt ihr gesehen? In der Mitte. Ja, ich schau mal, dass ich direkt für den Anfang der nächsten Folge einen Giganten finde. Damit wir oben den Bahnhof schon mal aufstellen können. Das ist ziemlich wichtig, finde ich. Und wie ist das ist? Und ich glaube, eine Karte wird übrigens immer dann voll aufgefüllt, wenn man alle Bahnhöfe betreten hat. Meine Vermutung. Das sieht ja lustig aus. Statue des jungen Vincent. Hallo Vincent, 1,2 Millionen. Die Statue eines Lausebengels, der seine große Schwester sehr lieb hatte. Und drei Typen. Statue, Trio von Satansbraten. Okay. 2 Millionen, drei Lausebengels, einem Dorf, wo Drachenfürsten und Unheilsbringer verehrt werden. Statue eines Doppelmoppels. Der Name. Nicht mal 100k. Die Statue eines Monsters mysteriösen Ursprungs. Statue einer Diebin, 150k. Die Statue einer schlauen Schurken, die sich mit großem Geschick an jeden Schatz heranschleichen konnte.
wir haben hier noch einen Dämonen. Statue von Morda. 1,6 Millionen. Und eine Sammelkarte. Was? Gibt's die wirklich? Sieht ja voll cool aus. Karte, zukünftige Hoffnung. Und das sieht voll aus wie Dragon Ball. Also wirklich. Die Haare. 360k. Eine äußerst seltene Sammelkarte, die zu einem beliebten Spiel aus einer anderen Welt gehört. Ist sie etwas so selten wie First Gen Glurak Shiny? Mein Glitzhand nicht Shiny? Wow. Und Westen. Statue eines winzigen Prinzen. 2 Millionen, was? Die Statue eines Prinzen, dessen stechender Blick bis in die Zukunft reichte. Ja, und eine Eichenholzknüppel, Keule, 30k. Eine sperrige Schlagwaffe, die aus einem Stück Eichenstamm geschnitzt wurde. All unsere Schätze, Freunde! Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir reichen einen neuen Rang! Aber warte mal, wir haben noch weitere Schätze, stimmt. Ja, stimmt. Da war ja was, das haben wir auch noch. Ja, es hat wirklich einen Flügel, ne? Ich frag mich, ob die Drachensteine irgendwas ergeben, wenn man alle zusammenstellt, wisst ihr? Weil hier ist jetzt schon Flügel. Bestimmt gibt es einen, der noch aussieht wie ein Flügel. Wir haben 777k ausgegeben und der ist 21 Millionen wert. Hm. Halt davon, was ihr wollt. Und fast 2 Millionen ist die Statue hier wert. Eyes on the prize, Freunde. 37 Millionen haben wir in dieser Partie gemacht. Und wir steigen von Rang 8, berühmter Jäger, auf zu Rang 9, bedeutende Jäger. Ja, wir bedeuten jetzt was in dieser Welt. Ist das nicht großartig? Wir haben schon ein gutes Stückchen. 50 Millionen fehlt uns noch. Ja, nicht schlecht. Ja, hier kann man sehen. Hä, warte, was? Wir sind nicht nach der Reihenfolge gegangen? Wir haben einen übersprungen? Das ist nicht erst jetzt? Wir haben die Nummer 2 übersprungen. Wann? Hm? Mal schauen. Erschöpft von ihren Abenteuern legen Mida und die anderen am Lagerfeuer eine Pause ein. So. Das Team Drachenbande ist ja seit unseren Anfängen enorm gewachsen, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis wir an der Spitze der Schatzjäger ankommen. Übrigens hoffe ich, dass du die Suche nach den 7 Steinen nicht vergessen hast. Hey! Hey, hör mal! Du hast doch gesagt, dass ihr beiden Junior-Götter seid, oder? Wenn das wahr ist, warum seht ihr dann nicht ein bisschen mehr aus wie, naja, also... How dare you? Halt, bevor du aufgrund unseres Erscheinungsbilds irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehst, solltest du wissen, dass wir nicht wirklich so aussehen. You're right. Ganz genau, wir haben einfach das Aussehen von Kreaturen angenommen, die uns zu Hause zufällig über den Weg gelaufen sind. Es ist uns untersagt, dir zu zeigen, wie wir wirklich aussehen oder wozu wir wirklich imstande sind. Was ein Jammer ist, da ich finde, dass wir ziemlich attraktiv sind. Du attraktiv? Naja, wenn man große bullige Viecher gut findet. Hey, wir kommen aus demselben Ei, schon vergessen? Oh, Geschwister? Oder Zwillinge? Sei still, darüber dürfen wir nicht reden. Also für heute haben wir genug geplaudert, nicht wahr? Vor dem morgigen Abenteuer schlafen wir uns lieber gut aus. Alright. Tut mir leid, ich würde euch lieben gerne mein wahres Erscheinungsbild zeigen, aber das ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ach, vielleicht irgendwann mal. Bestimmt. Vielleicht auch nie. Ach ja. Och, nicht schon wieder. Eric, kümmer du dich darum. In der nächsten. Leave it to me, sis. Take care. The treasure here has changed.